Sie wollten endlich einmal einen großen ärgern, die Bundesliga-Frauen der TSG. Doch so viel sei vorab verraten, auch beim Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt hat es nicht geklappt mit der Überraschung. Zum Rückrundenstart am Montag lieferte das Team von Trainer Jürgen Ehrmann eine starke Partie. Am Ende stand trotzdem ein 1:4 auf der Anzeigetafel. Wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten jetzt endlich mal einen von den großen knacken. Finde, wir haben das echt gut gemacht, immer Druck gemacht und haben auch einige Torchancen gehabt, hatten leider nicht das Glück, wenn wir da in den ersten Minuten, ich weiß nicht, ob das ein Pfosten war, wenn wir da in Führung gehen, vielleicht sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Wir wussten von Anfang an, wir können Frankfurt nicht immer verteidigen, weil die echt klasse Spieler haben, aber ich finde, wir haben das gut gemacht, der Trainer hat uns auch gut eingestellt, ja, schade dann am Ende. Das Ergebnis fiel das ein oder andere Tor zu hoch aus und der selbstbewusste Auftritt der TSG in Rödelheim nötigte nicht nur Frankfurts Trainer Matt Ross Respekt ab. Er bestätigte auch die Entwicklung, die Jürgen Ehrmann und sein Trainerstab seit Beginn der Vorbereitung gesehen haben. Wir sind fitter wie am Ende der Hinrunde. Das hat sich bestätigt. Ja, wir haben immerhin hier gegen den Champions League-Sieger gespielt, die andere Trainingsmöglichkeiten noch haben wie wir. Und da habe ich jetzt nicht so den Unterschied gesehen. Der Unterschied war ganz klar mit Jennifer Maroschan. Also das ist schon eine Augeweide, wenn die den Ball am Fuß hat. Ich glaube, die waren allen vier Toren mit dabei. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, so eine Spielerin dann in den Reihen zu haben. Vorne natürlich mit Islacker, die macht die Tore dann rein. Aber ich bin wirklich nicht unzufrieden. Wir haben zwei Systeme gespielt, die wir eingeübt haben. Beides Mal war es nicht so schlecht. Und wenn du jetzt hinten raus dann eben ausgekontert wirst in Frankfurt, dann, naja, dann ist es halt so. Und wer in Frankfurt ausgekontert wird, hat die Gastgeber zumindest vor Probleme gestellt. Kaufen kann man sich dafür zwar nichts und Punkte gibt es dafür auch nicht, aber Mut und Optimismus für die kommenden Aufgaben nimmt man dennoch mit. Ich denke, wir haben, ja, wie gesagt, eine engagierte Leistung gezeigt, wir haben gekämpft und ja, ärgerlich, dass da dann irgendwie gegen die Großen nie am Ende was rausspringt. Ich denke also, durch unseren Einsatz, durch unseren Kampf, den wir gezeigt haben, können wir auf jeden Fall, wenn wir das gegen Sand und Leverkusen zeigen, dann werden wir da auf jeden Fall was mitnehmen können. Das klingt doch schon mal nach Optimismus, darauf lässt sich aufbauen. Als Motivation für die kommenden Aufgaben gegen den SC Sand und bei Bayer Leverkusen muss man nur zurück in den Herbst blicken. Gegen beide Gegner gab es in der Vorrunde einen Sieg, nachdem man zuvor gegen Frankfurt verloren hatte.